Brücke an Shuttle. Es sieht nach einer Asteroiden-Minenanlage aus. Nach einer so langen Reise sieht selbst das gut aus. In der Tat. Wir landen jetzt das Kommando-Shuttle Raffaele. Wir verbinden uns mit dem Raster, sobald wir das Signal isoliert haben. Interessant. Es ist ein Level 4-Notruf. Genau der gleiche Notruf geht mir durch den Kopf, wenn meine Schwiegermutter unangemeldet vorbeikommt. Du glaubst wirklich, dass du hier rumwitzeln solltest, wenn jemand in Not ist? Eine kleine Witzelei hier und da hat mich auf unserer langen Reise bei Verstand gehalten. Naja, so ziemlich zumindest. Ich bin mir nicht sicher, ob der Commander da zustimmt. Warte, oh nein. Ich sehe den Aufklärer auch. Verdammt. Jahrelang durch den tiefsten Weltraum gereist und die Aliens kommen uns dennoch zuvor. Können wir sie hier bekämpfen? Überprüfe Systeme. Ich kann drei Turmtypen sofort online bringen. Geschütz, Inferno und Kanonentürme? Genau. Commander, bereite dich auf eine Invasion vor. Da kommen sie. Viel Glück euch dreien. Der Kern ist wieder da. Es ist mir fast unangenehm, es zuzugeben, aber es fühlt sich toll an, wieder gegen Aliens zu kämpfen. Das tut es. Aber mir ist es nicht unangenehm. Es gibt nichts Besseres, als einen von ihnen auszuschalten. Hört, hört! Es ist großartig, wieder mit euch allen zu kämpfen. Ihr macht euch gut. Stimmt. Und nach dem ganzen Reisen im Weltraum denke ich, dass es sich besonders gut anfühlt, Aliens zu jagen. Ja, definitiv. Wäre auch nett, mal etwas zu laufen. Versuch mal, 1000 Jahre lang nicht zu laufen. Oder sogar zu atmen. Oder ein Bad zu nehmen. Oder... Oh, danke, dass du mich daran erinnert hast. Du hast mich gefragt. Wie auch immer.
Vielleicht haben sie die Kolonien noch nicht erreicht. Eine künstliche Intelligenz kann ja wenigstens träumen. Falls sie es noch nicht zu den Kolonien geschafft haben, müssen wir sicherstellen, dass diese Bastarde es auch niemals schaffen werden. Du hast recht. Wir müssen uns konzentrieren und gewinnen. Hat sich bei mir beschwert, dass er das Laufen vermisst. Zumindest glaube ich das. Wirklich? Was soll das denn? Soll er mal in die Haut einer KI schlüpfen? Sekunde, das habe ich so nicht gesagt. Ich glaube nicht, dass er es länger als 10 Minuten aushalten würde. Kannst du dir seine erste Systemdefragmentierung vorstellen? Sehr lustig. Ich kratz mich mal eben am Rücken. Das war unter der Gürtellinie, Simon. Doch zurück zum Geschehen.
Gut gemacht, Commander. Ich glaube, das war der letzte. Fletcher, ich habe den Notruf lokalisiert. Endlich. Sollen wir uns auf den Weg machen, Commander? Ich denke schon. Kai, ist alles okay? Mir geht's gut. Es gibt niemanden, mit dem ich lieber die Aliens bekämpfen würde. Aber... Wenn die Aliens hier sind, dann sind sie vor uns bei den Planeten der Menschen angekommen. Das hier könnten die letzten sein. Ich kann nicht behaupten, dass ich optimistisch bin, Simon. Aber eines nach dem anderen. Der erste Tagesordnungspunkt ist, den Notrufsender zu finden. Sollen wir loslegen, Commander? Shuttle landet in 5. Die Gegend scheint alienfrei zu sein, Commander. Wenigstens im Augenblick. Vielleicht war das nur eine kleine Aufklärertruppe. Oder die erste Welle einer Invasionsmacht. Ich hoffe wirklich, dass ich falsch liege, aber das passiert sehr selten. Der Notruf ist nicht mehr zu hören. Vielleicht sollten wir eine Antwort senden, anstatt hier auf unseren digitalen Hintern zu sitzen. Hier spricht Berater Sekara. Vernichtet die Aliens und dann findet mich bitte. Sofort. Wer war das? War das der Notruf? Und welche Aliens? Warte. Aliens sind auf dem Weg. Fußtürmen kann man andere Türme bauen. Doch, echt, kein Scherz. Ich habe ein neues Turmdesign im lokalen Netzwerk gefunden. Es nennt sich Boost-Turm. Es kann Wege blockieren und du kannst trotzdem noch Türme draufsetzen. Das könnte nützlich sein. Und unglücklicherweise habe ich auch einen neuen Alien-Typ bemerkt. Stürmt heran wie ein Nashorn, aber wird dann deutlich langsamer, wenn er wenden muss. Dann sorgen wir dafür, dass es wenden muss. Und zwar reichlich. Boost-Türme zu bauen könnte uns dabei helfen.
Mir gefällt, wie du denkst, Kai. Commander, ich habe da auch noch einen Laserturm, der gegen alle schnellen Aliens hilft. Gern geschehen.
Das sieht nicht nach Aufklärern aus, Commander. Ich frage mich, wie viele Planeten Sie schon in diesem System heimgesucht haben. Ich denke, das kann ich beantworten. Alle. Mit wem reden wir da? Hast du das Notrufsignal gesendet? Ihr könnt mich Sekara nennen. Ich bin eine künstliche, intelligente Lebensform und Hauptberater des Rates von Teket. Identifiziert euch. Identifiziert euch? Mein Name ist Gern geschehen. Der Commander heißt, ein wenig Dankbarkeit wäre nett. Und sie ist Herrgott nochmal. Wenn dein Sonnensystem kurz vor der Vernichtung steht, werden Manieren irrelevant. Kann ich ein wenig nachvollziehen, denke ich. Zurückerobert. Immer her damit. Zurück. Ja, ein Kern wurde zurückgebracht. Aber es ist noch zu früh, um sich auf den Lorbeeren auszuruhen. Dem Himmel sei Dank, wir haben einen Kern wieder.
Ja, ein Kern wurde zurückgebracht. Aber es ist noch zu früh, um sich auf den Lorbeeren auszuruhen. Benutze ihn nur, wenn du viel mehr Aliens töten möchtest. Glückwunsch, Commander. Wir haben es geschafft. Ja, gut gemacht. Aber wir müssen mich jetzt zurück nach Tekat bringen. Sofort.
Meine Daten sagen, dass das der am weitesten entfernte Planet im System ist. So ist es. Nachdem die Aliens mich mitgenommen haben, hielten sie mich für einige Zeit fest. Ich konnte in das Netzwerk fliehen, als sie mich zu dieser Minenanlage gebracht haben. Ich muss zurückkehren. Das verstehe ich. Aber wir haben Passagiere und die haben Vorrang. Wo ist der nächste Planet, General Kai? Garrosh ist die nächstliegende Kolonie. Dort werden auch Aliens sein. Und ich glaube, genau deshalb sind wir auf dem Weg dorthin. Nun, wenn ihr unbedingt kämpfen wollt, dann erlaubt mir, zusätzliche Unterstützung anzubieten. Wie sieht diese Hilfe aus? Wenn ihr wollt, könnte ich den Orbitallaser der Endurance neu programmieren. Und zwar so, dass er die Türme, die er trifft, überlädt. Sie richten dann für eine gewisse Zeit mehr Schaden an. Das könnte wirklich praktisch sein und wir sollten es uns überlegen. Sollen wir uns weiter durchkämpfen, Commander? Sie wurden überfallen und haben keine Verteidigungen online. Was geht hier vor? Das ist Garrosh. Die Aliens haben die Verteidigung in nur wenigen Tagen durchbrochen. Die Leute reagierten mit dem einzigen, was sie noch hatten. Tribut. Sie dienen den Aliens? Dienen, versorgen, überleben. Mein Gott, sag mir nicht, dass sie ihnen die Kerne geben. Sie geben ihnen alles, was sie wollen. Und das Einzige, was die Aliens wollen, sind Kerne. Commander, ich habe einen neuen Tesla-Turm online gebracht. Er wird uns immens gegen alle Aliens mit Schilden helfen. Wir werden ihn brauchen. Aliens sind gelandet und wir können nicht zulassen, dass sie die Lieferung mitnehmen. Was denkst du über diese KI? Zakara? Sie scheint ganz okay zu sein. Ist sie das? Sie wirkt etwas verspannt auf mich. Jeder wirkt verspannt auf dich. Tja, ich war schon immer stolz darauf, flexibel zu sein. Das gewisse maskuline Etwas zu haben. Ah ja? Wenn du damit meinst, dass du eine große Klappe und zu allem eine Meinung hast, na dann stimme ich dir zu. Thank you.
Schon mal darüber nachgedacht, wofür die Aliens eigentlich die Kerne brauchen? Wir sind immer davon ausgegangen, dass sie damit ihre Technologie mit Strom versorgen, wie wir auch. Aber vielleicht ist da noch mehr. Bist du das? Real? Ich bin es. Es freut mich zu sehen, dass du überlebt hast. Hab ich. Ich glaube es zumindest. Meine Erinnerung ist Abendessen um 8 und ganz schön gelb. Was ist los mit dir? Ich befürchte, die Aliens haben sie beschädigt. Sie wäre nicht die erste KI, die Schaden davon getragen hätte. Mein Beileid. Wir sind alle betroffen, Fletcher. Real war eine unserer weisesten KIs. Thank you.
sei Dank, wir haben einen Kern wieder. Damit hat sich der Fall. Gut gemacht, Commander. Nein, hat er nicht. Stopp, bitte, bekämpft sie nicht. Die Aliens müssen besänftigt werden. Nein, sie müssen vernichtet werden. Wir können dir helfen. Wenn ihr uns helfen wollt, dann geht. Wenigstens sind wir noch am Leben, selbst wenn wir dafür bezahlen müssen. Strauß-Auswirkungen. Aber wenn ihr geht, dann helfe ich euch und programmiere euren Orbitallaser neu, sodass er zusätzliche Ressourcen hinzufügt, wenn er feuert. Wie hört sich das an? Wir müssen Ihren Wunsch respektieren und weiter zum Planeten Teket reisen. Dies ist Ihre Heimatwelt. Unter keinen Umständen werden wir die Leute hier zurücklassen. Sie hat nicht ganz Unrecht, General Fletcher. Ohne die Hilfe der Bewohner ist das ein schlechter Ort, um unsere Passagiere abzuladen. Es ist schwer, Aliens und Einheimische zu bekämpfen.
Unsinn! Vielleicht haben wir die Aliens gereizt. Aber besser so als Sklaverei für die Menschheit.